Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die schlechtesten Aktien der Börse. Heute Zalando. Die Aktie befindet sich im Crash und ich habe ein schier unglaubliches Kursziel für Sie. Viel Vergnügen. Ja, schauen wir uns mal die ganze Misere an bei Zalando. Wir kommen direkt zum gesamten Chart über die letzten 9 Jahre. Nach dem Börsengang ging es erstmal abwärts, 2014. Dann aber war es erstmal eine Erfolgsstory, sehr volatil, aber es ging nach oben. Im Jahr 2014 hatte man im Tief 17 Euro und dann im Jahr 2021 im Hoch 106 Euro knapp. Das ist erstmal eine Erfolgsstory gewesen, aber danach ging es in die Binsen. Und zwar 2021, 2022 bis auf die Unterstützung bei 20 Euro. Da wurde es schon mal brenzlig, denn das waren so die Tiefs der Krisen der Vorjahre. Das musste unbedingt halten. Da gab es tatsächlich eine Erholung bis auf 45 Euro ungefähr. Aber die verpuffte sofort wieder und dann wurde der Abwärtstrend, den wir hier seit Mitte 2021 haben, fortgesetzt. Und jetzt in den letzten Tagen ist was ganz Kritisches passiert. Die Unterstützung bei 20 Euro wurde nach unten durchschlagen. Wir gucken uns das mal hier im Detail an. Zu Jahresbeginn. Also zu Beginn dieses Jahres im Januar 2024 die Unterstützung bei 20 Euro durchschlagen und Sie sehen, wie unnachgiebig die Verkäufer sind. Die verkaufen praktisch zu jedem Preis. Jetzt sind wir bei 16 Euro, knapp 16 Euro. Und das Problem ist, jetzt haben wir sogar schon die 2014er Tiefs unterschritten. Die waren bei 17 Euro. Und der Charttechniker nimmt sich jetzt immer diese gesamte Formation vor, guckt sich an, was das ist. Für mich ist das eine Schulter-Kopf-Schulter-Trendwende, die fertig ausgelöst ist. Nackenlinie bei knapp 20 Euro. Und ja, daraus lässt sich jetzt ein Kursziel ableiten. Wir haben hier 80% Kursverlust gesehen. Wir werden ausgehend von der 20-Euro-Marke nochmal 80% Kursverlust sehen. Und da sind wir bei 5 Euro. Und dort muss nicht Schluss sein. Das ist nur das Mindestkursziel. Aber 5 Euro ist mein nächstes großes Kursziel für Zalando. Das heißt nicht, dass wir die 5 Euro in einem Rutsch erreichen. Das ist möglich, aber muss nicht sein. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Aktie nach diesem Ritt hier innerhalb von wenigen Tagen von 23 auf 16 Euro in den nächsten Tagen mal reif ist für eine Gegenbewegung, aber die wird wahrscheinlich nicht höher gehen als 20 Euro. Das wäre dann eigentlich aber eine gute Möglichkeit, um auf fallende Kurse zu setzen, wenn die sich wirklich auf 20 Euro erholt. Denn von 20 auf 5 ist ein schönes Abwärtspotenzial für einen Shorty. Wenn ich die Aktie hätte, ich würde auch jetzt noch verkaufen. Ich würde nicht darauf spekulieren, dass die Erholung auf 20 Euro kommt. Wie gesagt, das ist nur ein Einstieg für eventuelle Short Trades. Aber dass wir die 5 sehen, das ist relativ sicher. Hier ist ein Prozess in Gang gekommen, den man Neubewertung nennt, allerdings auf der Unterseite. Und das ist was sehr Verheerendes. Also der Markt geht davon aus, dass die Aktie neu bewertet werden muss. Und zwar mit deutlich niedrigeren Kursen, als wir das je gesehen haben. Und das ist immer eine sehr gefährliche Entwicklung, weil alle Informationen am Markt verfügbar sind. Das ist kein Ausrutscher, was hier passiert, sondern irgendjemand weiß mehr. Hier sind Informationen im Markt, die sehr gefährlich sind für das Unternehmen, für die Aktie. Und solche Kursziele nach unten würde ich hier unbedingt ernst nehmen. Also Zalando im Crash, Kursziel 5 Euro, vielleicht auch 0, wir wissen es nicht. Aber es ist eine sehr gefährliche Situation für Zalando-Aktionäre und ich würde die Aktie abstoßen, weil hier was im Busch ist. Interessanterweise sehen wir noch mehr solche Aktien, die gerade im freien Fall sind, die Allzeittiefs markieren.
Delivery Hero, HelloFresh, Evotec, irgendwas ist im Busch am deutschen Aktienmarkt. Ich kann es noch nicht genau deuten. Der DAX sieht im Moment aus, als würde er vor einer großen Korrektur stehen. Auch da kommt was auf uns zu. Also sind sehr spannende Zeiten und ich werde das in einem nächsten Video noch für Sie auswerten. Bis dahin alles Gute und passen Sie gut auf sich auf und auf Ihr Depot. Bis zum nächsten Mal. Ihr Henrik Vogt.